Hi, ich bin's wieder. Ja, und ihr werdet merken, richtig enge Kehren gibt es gar nicht so viele. Wenn ihr welche gefunden habt, dann solltet ihr schauen, kann ich die auch fahren? Weil wirklich versetzen muss man selten. Viele Kehren sind auch durchaus noch fahrbar. Und diese Technik braucht ihr auch als Grundvoraussetzung für das Versetzen, weil ihr ja in eine Kehre sehr langsam reinfahrt, wenn ihr versetzen wollt. Und dann müsst ihr auf jeden Fall ein sehr gutes Bikegefühl haben, euch im steilen Gelände mit langsamem Tempo sicher fühlen. Jetzt seht ihr ein Beispiel von einer engen Kehre, die ich fahre. Ihr werdet merken, es steht und fällt mit der Blickführung. Schaut mit dem Körper dahin, wo ihr hin wollt. Euer Körper rotiert, euer Fahrrad folgt euch. Der Sattel ist am inneren Bein spürbar. Ihr könnt die Bremsen schleifen lassen, wenn der Boden sehr rutschig ist. Nur die Hinterbremse leicht schleifen lassen, damit es vorne nicht wegrutscht. Wenn ihr jetzt die Kehre schon häufiger gefahren seid, steigert das Ganze bitte und bleibt mitten im Scheitelpunkt der Kehre kurz stehen. Gewicht bleibt auf den Füßen, hängende Fersen, Blickführung weiter und dann fahrt ihr von der stehenden Position weiter, dem Trail folgen. Wenn ihr jetzt die richtig engen Kehren übt, achtet auf die Tagesform und auf die Schoko-Seite. Das heißt, zum Üben, um Erfolgserlebnis zu haben, fahrt erstmal die starke Seite. Viele können zum Beispiel besser Linkskurven fahren als Rechtskurven. Das müsst ihr mal prüfen. Und übt dann erstmal auf der starken Seite, damit ihr auf jeden Fall den Erfolg spürt und dann weitermachen könnt auf beiden Seiten. Sucht euch einen guten Kehrentrail, macht es Step by Step. Viel Spaß beim Üben und wir sehen uns in der nächsten Lektion.